Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Ich bin Wache, kein... Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt, aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie, sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Okay, müssen wir nochmal gucken. Rote Raubzüge? Ihr bestreitet eure Beteiligung an den roten Raubzügen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich war an diesen Operationen beteiligt, allerdings nur ganz am Rande. Aber all dieser Unsinn über Folter und Mord, das war ich nicht. Die verwechseln mich mit einem anderen Hauptmann. Einige Kameraden haben zweifellos Schlimmes getan. Doch Sonnenkönig Awad bemüht sich, solche Brutalität zu beenden. Ob man ihm glauben kann, werden wir sehen. Ich gehe zum einsamen Fels. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Also, also erstmal würde ich ihm vertrauen, ehrlich gesagt. Verdammt. Ich kann ihn nicht trauen, nicht nach Jans Erzählung, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Sie traut ihm nicht, ich traue ihm schon. Mal gucken. So, ein paar Metallscherben, nachdem wir hier Millionen ausgegeben haben. Jetzt ist die gute Frage, wo wir jetzt uns als nächstes hinmachen sollten. Ich fürchte ja fast hierhin. Ne, pass mal auf. Zuallererst den Onkel, damit wir die Gebiete hier aufgedeckt haben. In fremden Landen. Das würde ich jetzt vielleicht dann doch erstmal machen. Wieder ein bisschen zurück zwar, aber die West sollten wir erledigen und nicht liegen lassen. Das ist die, wo wir den Suchtrupp quasi darstellen. Ne? Irgendwelche vermissten Gruppen. Lass mal kurz gucken. In fremden Landen 3700 EP. Ah, gibt jetzt attraktiveres, ehrlich gesagt. Aber gut, komm. So. Komm ich da hin? Warte. Hier rechts rum? Irgendwie? Ich weiß es nicht. Das kriegen wir hin. Wieder da rein raus, wo man reinkam. Hier ist wohl der Weg. Jawohl. Ich finde diese Geschichten, die so am Rande erzählt werden, immer sehr, sehr schön gemacht.
Ja, die Schnellreise hätten wir auch nehmen können, fällt mir dabei gerade. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Okay, habe ich eigentlich mein Tarnungskostüm an da? Oder? Das sieht aber putzig aus da unten. Da ist ganz schön was los. Nee, ich habe immer noch die Verderbnis. Wir brauchen das da. Da sollten wir vielleicht auch bei dem Händler nochmal gucken im Dorf dann. Ob wir diese lila Tarnrüstung kriegen könnten. Wie verdammt. Wie kann man sich so gut verstecken? Welche Richtung guckt denn der gerade nach? Guckt mich mit dem Arsch an, ne? Okay, wir haben, ja, wir brauchen da mal irgendwie eine Idee. Die sind ganz schön putzig. Muss ich denn überhaupt was machen mit denen oder kann ich die nicht auch einfach ignorieren? Ich habe halt eigentlich den Plan gehabt, dass ich Dicky hier, den Lustigen, überbrücke. Und dann soll er mal die anderen für mich erledigen, aber... Wir versuchen uns hier mal so ein bisschen dran vorbeizuschleichen. Es gibt hier wenig Versteckmöglichkeiten. Ich würde fast sagen, keine. Richtig fiese Stelle hier. Vor allem, was eine Mixtur an Viechern, ne? Du hast die Jäger, du hast die Langbeine oder ne, was war das? Das waren, glaube ich, die Grase oder so. Auf jeden Fall fiese Viecher. Oder Langhorn kann es auch sein, die sehen alle gleich aus. Mandalans Patrouille getroffen sein. Kann mir mal jemand helfen? Bin doch schon da. No. Dank deiner Hilfe kann ich das jetzt. Danke. Können wir reden? Ich will den Krieger nicht auf die Nerven gehen. Ja, selbstverständlich. Es ist nicht viel, aber vielleicht zeigt es, wie dankbar ich dir bin. Ohne dich hätte ich es nie nach Hause geschafft. Vielen Dank. Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir nur danken? Ich glaube, das waren die gar nicht, die ich retten sollte. Muss da noch weiter runter. Okay. Aber trotzdem, sehr gerne. Eine großzügige Belohnungskiste. Sensation. Einer der Kaja ist hier gefallen. Die anderen haben sich zurückgezogen. Aber wohin? Ich wollte einfach mal einen Stein werfen. Das ist
Gar kein Problem. So, Spur markieren. Das hat sich wieder resettet. Muss ich demnächst umstellen dann. Ich hatte das ja schon umgestellt, dass man mit X und Y dadurch scrollen kann unten. Es geht nur noch X. Noch ein Kaja-Soldat. Gibt es überlebt wenigstens ein schneller Tod. Ich habe das Gefühl, dass ich besser getarnt bin mit dieser Rüstung hier. Jetzt mach schon. Wie konnte man mal anhalten? Halt doch mal an. So. Das kann nicht der Helm des anderen Kaja sein. Jemand hat fast seinen Kopf verloren und ist weggerannt. Mal gerade was gucken nochmal. Okay. Man fliegt dann runter. Man fliegt dann runter. Das wollte ich nur mal wissen, wenn man da jetzt getroffen wird. Das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf. Guter Fund. Gut. Kriegen wir hin. Ja. Noch der Stelle würde ich auch eher fliehen. Oh, da ist ja noch so ein. Okay, das waren jetzt ein paar viele, die ich da aufgeschreckt habe. Ganz so viele wollte ich dann doch nicht. Was macht denn eigentlich meiner? Ist er mittlerweile hinüber? Ja, ich glaube schon, ne? Ah, verdammt. Wenn du diesen starken Schlag machen möchtest, diesen schweren Schlag mit dem Speer, dann hat das immer eine gewaltige Aufladezeit. Die Pfeile sind echt gut. Die hauen richtig, richtig ordentlich was weg. Gefällt mir. Also das merkt man wirklich, dass wir da jetzt einen besseren Bogen haben als vorher. Zumal was hier dann hier jetzt rumliegt, ne? Die ganzen Zünder und das alles, was man da abgeschlagen hat mit den Fallen. Der Abriss ist wirklich extrem stark. Na gut, okay. War spannend. Wollte mal mit dem einfach mal mitten ins Getümmel. Ich mag sowas, einfach mal auszuprobieren. Und der lebt noch. Oder was? Nee, oder? Lebst du noch? Du lebst ja noch. Ah, nee. So, noch hier nicht. Bin ich. Doch nicht, oder? Ist er das? Ich weiß es nicht. So. Ich dachte, er wär's. Keine Ahnung.
So, jetzt müssen wir nochmal ganz kurz gucken, was eigentlich die Quest von mir wollte. Jetzt bin ich ganz leicht bin ich vom Weg abgekommen. Folge den Spuren. Spur markieren. Vom Ertrinken gerettet. Habt ihr das gesehen? Wo bin ich? Okay, sind sie augenscheinlich ins Wasser gesprungen. Überall Blut. Hier hat eine Maschine etwas ins Wasser gezerrt. Vielleicht hat er es zur Insel geschafft. Ich erinnere mich da an Maschinen. Ich glaube, das wird jetzt gut. Völlig durchnässt. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Finde Lank hier auf der Insel. Ja, das sind ja meine Lieblinge. Die Schnappmäuler. Lass mal gucken. Also, gegen Feuer empfindlich. Okay. Elementmunition auf Elementbehälter. Treffer von Elementmunition auf Elementbehälter lösen eine Explosion aus, die alles in der Nähe beschädigt. Schieße dieses Bauteil, um die enthaltenen Rohstoffe zu sammeln. Also entsprechend mit Feuer drauf auf den Lorbehälter oben. Das sollte gut gehen. Ansonsten bauen wir auch mal Sprengfallen auf, glaube ich. Und dann sollten wir die eigentlich hinkriegen. Guck mal, da liegt schon einer. Schon einer tot. Heps, Feuer. Ach, der war doch nicht tot. Ich frag mich, ob mein Fokus etwas finden würde. Erst einmal, ja. Upsa! Seid ihr für welche? Okay. Moment mal, ja. Hey. Ist ja gut, ich sag mal hier, das ist ein bisschen kalt, ja? Das spürt er insgesamt gerade ganz gut. Ah, verdammt. Ich spüre es auch ganz gut. Ach komm! Wie kannst du denn da jetzt vorbeischießen? Er leckt mich doch am Arsch. Wow. Okay, in den Nahkampf zu gehen war vielleicht nicht die beste Idee. Ich dachte gerade, komm, schnapp dir das Speer, jetzt haust du einmal zu.
Gut. Meine Fresse. Gut, putzig. Dass ich das gefunden habe. Die sind putzig. Schön. Was faselt der im Hintergrund? Ja, keine Ahnung. Der sieht seine letzten Tage gekommen und betet halt nur noch dummes Zeug oder so. Anstatt mitzukämpfen. Man weiß es nicht. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Dein Fokus kann jetzt erstmal warten. Denn schließlich... Ne? Zeug. Und zwar reichlich. Schöner Saft. Kühlsaft. Also meine Pfeile haben ganz gut rausgehauen, glaube ich. Eine Güte. So. Ob mein Fokus hier etwas findet? Hey, du noch einmal deinen blöden Fokus. Ich hab doch deinen Fokus gerade schon angehabt. Ich will jetzt erstmal looten hier. So. Oh, das klingt irgendwie nach... Rumpel. Okay, Reika-Gebäude. Hallo, unsere Datensätze zeigen, dass Sie nach sicheren, komfortablen und günstigen Apartments in einer Gegend von Salt Lake City gesucht haben. Sie sollten das Reika-Gebäude in Erwägung ziehen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und studieren Sie die Vorteile, die wir unseren Mietern bieten. Komplett automatisierte Wohnanlage, bewacht von einem hochmodernen Roboter-Sicherheitssystem. Immer gemütlich, die biometrischen Klimasteuerungen passt die Temperatur in jedem Raum automatisch an. Kostenloser Faro-Bote bei Abschluss eines Mietvertrags. Lassen Sie Ihren Boten Einkäufe erledigen und Pakete abholen, während Sie den Luxus des Reika-Lifestyles genießen. Auf unserer Holo-Seite finden Sie eine kostenlose vollimmersive Tour durch unsere Anlagen, inklusive einer anpassbaren Simulation Ihres zukünftigen Reika-Apartments. Besuchen Sie uns noch heute und fangen Sie ein neues Leben an. Ja... Eine Welt komplett durchautomatisiert. Wer will denn sowas? Also, es ist ja völlig absurd. Vorsicht vor der Maschine. Ja. Das sieht nicht freundlich aus. Stand so ein Schild dran, ne? Hier wache ich. Vorsicht vor der Maschine. Achtung, bissige Maschine. So, wie wär's mit ein paar Pfeilen? Wieso bist du? Warum bist du? Oh, geht doch schon besser. Das sollte hilfreich sein. Ach komm schon, ich war doch weg. So. Ah.
Was soll ich denn hier auf dieser Insel noch entdecken? Ich habe jetzt eigentlich schon ganz gut gescannt, ne? Vor allem hatte ich ja zunächst noch diesen Onkel, haben wir ja auch schon irgendwie da rumfaseln hören gerade. Da haben wir eine Spur. Oben lang. Ja, tauch doch. Ich lande im Tierpark ohne Unterlass. Ich war nicht mal ganz blau und kriegte doch keine Frau. Bei der Sonne, erfülle mich mit Wonne. Ist das Tor versperrt, ist mein Leben nichts mehr wert. Tot finden sie mich dann und meine Leiche starr und klamm. Ich will wieder nach Haus. Dann rücke ich nie mehr aus. Bei der Sonne. Bei der Sonne. Was ist das? Wo ist sie? Das weiß ich auch nicht. Deine Wonne. Ach, da liegt er ja. Guten Tag. Was ist Ihnen denn auf den Kopf gefallen? Ich dachte nicht, dass man mich findet. Und schon gar nicht deine Nora. Und ich dachte nicht, einen halbnackten Kaja zu finden, der Trinklieder singt. Bitte entschuldige mein Verhalten. Ich dachte, ich wäre tot. Dann komm. Dein Hauptmann will, dass ich dich zum Tagturm bringe. Ich weigere mich, von einer Nora geführt zu werden. Wie ein Gefangener. Gut. Dann geh doch allein. Warte. Ich hatte einen Kampf mit einem Schnappmaul. Er hat meine Rüstung und meinen Bogen verschlungen. Der Dieb ist noch da, im Wasser. Ist er nicht mehr. Das erklärt den Bogen bei seinem Kadaver. Du hast es besiegt? Allein? Stell dir vor, willst du den Bogen oder nicht? Danke. Ich wollte nicht in der Fremde sterben, wie meine Männer. Die Sonne sei mit ihnen. Na, diese Sympathikusse, ne? Danke dafür. Ich muss den Bogen in Ordnung bringen. Das Schnappmaul hat ihm nicht gerade gut getan. Dann geh halt alleine. Mal schauen, wo wir ihn das nächste Mal auffischen. Stufe 22. Wir aber nur einen Fertigkeitspunkt. Alles klar. Maximale Gesundheit plus 10. Gut. Ja. Das ist doch easy. Jetzt können wir uns dann... Boah, das war aber auch ein Trip jetzt wieder, ne? Oh, ne, Moment. Immer ins Dorf. Überleg grad. Man merkt es gar nicht, ne? Ich will eigentlich dahin. Lass uns dahin gehen. Depp. So. Stolzer Depp. Ja, so kann man das wohl zusammenfassen. Er war nicht nett. Schlimm genug, dass hier überall Osram sind, aber Nora, das wird einfach zu viel. Das Ding ist einfach, man kann dumm sein. Die Welt außerhalb des Heiligen Lands. Aber man kann trotzdem nett sein. Ich muss Olin finden und alles erfahren, was er weiß. Er war einfach beides. Wer die Mörder waren. Scheiße. Wie sie mich durch seinen Fokus sahen. Wer die Frau ist, die aussieht wie ich. Warum sie mich töten wollen. Olins Spur führt nach Meridian. Wenn ich ihn kriege, wird er reden. Und für die Leben bezahlen, die er vernichtet hat. So viele Fragen, die noch offen sind.
So viele Fragen, die noch offen sind. Wir haben da oben gespeichert, dann machen wir uns jetzt hier runter. Ich will zusehen, dass wir zu dem Langhals kommen. Dann können wir dort die nächste Map aufdecken. Und dann ist auch wahrscheinlich so langsam Zeit für Feierabend. Auf die nächste Map, auf den nächsten Abschnitt bin ich noch gespannt. Das sieht doch gut aus. Das macht Spaß. Ich will Spaß, ich will Spaß. So. Ja, komm. Abkürzen. Ich kenn da eine Abkürzung. Hat das gerade wehgetan oder habe ich noch Schaden gehabt? Ich glaube, ich habe noch immer Schaden gehabt, ne? Upsi, ich habe gleich noch viel mehr Schaden. Was bist du? Bist ein Sägezahn, ne? Boah, ist mir mal egal. Ich kann mich ja nicht mit jedem anlegen hier. Wisst ihr, was mich am meisten beunruhigt hier? Das sieht nicht nach einem Waschbärgebiet aus. Ich werde nie den Köcher da erhöhen können. Beginne die Jagdprüfung und einen Scheißdreck werde ich. Waschbär. Das hebe ich mir für später auf. Oh. Oh, meine Lieblinge, ich erinnere mich. Halt, Klärchen, jetzt müssen wir nur gucken, da unten wankt schon der Langhals, wo der so lang läuft. Kann ich den schon aus der Entfernung hier? Ja, ist noch zu weit. Dass ich mal seine Spur so ein bisschen habe. Ich glaube, der watschelt da unten im See rum. Und was See heißt, wissen wir ja mittlerweile. Das heißt, da werden wieder geschnappte Mäuler sein. Mein Fokus empfängt wieder ein Signal. Wir empfangen auch hier ein ganz klares Signal, Junge. Die Jagd ist vorbei. Du machst das mal für jetzt mich, ne? Jetzt kommt der Kampf. Oh. Mach doch mal was. Oh. Ja, schnell. Oh. Kann es sein, dass du einfach ein klein wenig dumm bist? So. Oh, komm. Toll. So, wo liegt jetzt der große Vogel? Da. Zumindest gibt es hier keinen Schnee mehr. Oh ja, das stimmt. Aber ich schätze Regen, Gewitter, Sturm oder irgend sowas Schönes wird es bestimmt wieder geben. Oder Sandsturm. Wahrscheinlich Sandsturm. Seien wir ehrlich, es wird einen Sandsturm geben. Was seid ihr denn?
groß, fett. Okay. Bei Bedrohung kreist er seine Gegner und setzt explosive Feuerangriffe ein. Später. Da, noch ein Langhals. Na, hast du ihn jetzt auch endlich gesehen? So, lass mal seine Spur. Okay, ich muss zum Kopf des Langhalses hinauf. Upsi. Ist aber Trouble. Heilige Scheiße. Was ist denn da noch so alles im Wasser? Und wie komme ich auf diesen Langhals? Von der mittleren Insel nur? Das wäre dumm. Komm mal her. Du musst jetzt erstmal weg. So. Der watschelt da lang. Hals. Ich schätze, ich muss da an diese Klippe. Ich schätze, ich muss da an diese Klippe, wo oben jetzt gerade dieser, da wo jetzt gerade dieser kleine Arsch steht. Dafür muss ich einmal durch dieses krokodilverseuchte Wasser schwimmen. Das machen wir doch locker. Ich vermute es zumindest, weil der läuft hier an diesen Klippen entlang. So, komm. Alles oder nix. Oh, da ist ja noch einer. Oh, das wird eine laute Sache. Müsstest du dich ausgerechnet jetzt umdrehen? Nur so? Von hier aus müsste ich leicht auf den Langhals springen können. Ja! Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Ja, kein Problem. Aber wird das etwa gerade schon wieder... Jetzt? Da. Wird das gerade schon wieder Nacht? Jetzt, wo ich wieder auf so einem Langhals bin und mal eine schöne Aussicht hätte, wird das jetzt schon wieder Nacht? So, naja, es geht doch. Nächstens kurz sehen wir noch was Schönes hier. Ah, da oben fliegt auch noch was. Okay, ich hab, was ich wollte. Ich nicht, ich hab nicht. Ich hab nicht, was ich wollte. Ich hab überhaupt nicht das, was ich wollte. Gut, und da wir an gefühlt, nicht nur gefühlt, da wir definitiv an 31.000 Sachen hier vorbeigegangen sind, ich wollte jetzt wirklich nur diese Map mal aufdecken, dann machen wir uns jetzt hier zum letzten Lagerfeuer wieder, warte mal, kurz, machen wir uns da wieder zurück und beginnen dort beim nächsten Stream dann unsere Tour wieder. Auf YouTube sage ich an der Stelle tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen, im Stream geht es noch ein bisschen weiter. Und falls ihr auch live dabei sein wollt,
Normalerweise immer freitags um 20 Uhr, ab und an auch sonntags. Folgt einfach auf Twitter oder schaut auf unseren Discord rein. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Dann verpasst ihr definitiv keine Streaming-Termine. Und dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Schnell speichern. Bis zum nächsten Mal.